Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was lange währt, wird endlich gut, heißt es in einem Sprichwort. Es hat in der Tat lange gedauert, bis wir uns aus den vorliegenden Anträgen von SPD und Grünen, Piraten und CDU auf diesen Antrag verständigen konnten. Unsere unterschiedlichen Sichtweisen, Einschätzungen zu vielen Problematiken und Folgen des Bergbaus wurden sehr deutlich. Dieser Antrag ist ein Kompromiss der antragstellenden Fraktionen, bestrebt von der Überzeugung, wie es auch der Kollege Wirth sagte, dass es insbesondere gegenüber dem Bund für die Betroffenen vorteilhaft ist, geschlossen aufzutreten, wenn es darum geht, im Rahmen einer Bundesratsinitiative das Bundesbergrecht, insbesondere den Paragraphen 120, zu ändern. Die FDP hat diesen langen Weg am Ende der Strecke verlassen, weil sie den Zusammenhang von Klimaschutz zur Braunkohlenverstromung nicht teilte. Wer Klimawandel immer noch verneint, wer immer noch keinen Zusammenhang zwischen Abbau, Verstromung und Auswirkungen auf das Klima sieht, der hat sein Wissen nicht erweitert oder ignoriert Tatsachen zugunsten wirtschaftlicher Interessen Einzelner. Klimaschutz ist mit uns nicht verhandelbar. Uns geht es um eine Verbesserung der Gesamtsituation der vom Bergbau betroffenen Menschen. Dazu zählt gute Luft, sauberes Wasser, wenig Lärm, genauso wie eine liebens- und lebenswerte Natur, in der der Mensch Erholung findet, beispielsweise durch Grünvernetzungen oder durch größere Abstände zur Tagebaukante. Von den Standards, die bei Windkraftanlagen gefordert werden, ist der übertägige Abbau weit entfernt. Auch im Steinkohlebereich ist es gelungen, uns gemeinsam auf Verbesserungen für die Betroffenen zu verständigen. So müssen, wie bereits in der Transparenzinitiative festgehalten, die Interessen der Betroffenen auch nach dem Auslaufen des Steinkohlebergbaus 2018 gesichert bleiben. Zudem haben wir die Diskussion zum erweiterten Betrachtungszeitraum des Marktscheiderwesens und zur Risswerkführung aufgegriffen. Wir sind nicht die, die Einzelinteressen privilegierter vertreten. Nein, wir wollen die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger dieses Landes vertreten, unabhängig vom Geldbeutel. Deshalb gilt es, die Position und die Rechte von Bergbaugeschädigten in Schieds- und Anrufungsstelle zu stärken, damit sie tatsächlich auf Augenhöhe mit dem Bergbauunternehmen verhandeln können und es nicht eine Auseinandersetzung zwischen David und Goliath geht. Nicht zu vergessen, dass David am Ende als Sieger vom Platz ging. Selbst gutwillige Beteiligte zeigen an, dass es hier insbesondere in der Anrufungsstelle für Betroffene aus dem Braunkohlerevier erhebliche Defizite gibt. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben und ich bitte, dass das zuständige Ministerium umgehend sich dieses Problems annimmt. Die vertraglichen Vereinbarungen der Transparenzinitiative sind einzuhalten, wenn das Unternehmen nicht weiter an Glaubwürdigkeit verlieren will. Wir begrüßen, dass die rot-grüne Koalitionsvereinbarung der Beweislastumkehr für uns eine Sache der Gerechtigkeit ist zwischen den Betroffenen des über- und untertägigen Abbaus und dass diese rot-grüne Koalitionsvereinbarung eine große Mehrheit in diesem Parlament findet, sowie die Sicherung der Interessen der Betroffenen des Steinkohleabbaus nach 2018. Ich danke mich allen, die sich an diesem Antrag beteiligt haben, die konstruktiv mitgearbeitet haben bis zum Schluss und die nicht kurzfristig ausgestiegen sind mit Änderungswünschen, die da gar nicht mehr einzuarbeiten und umsetzen waren. Damit haben Sie sich selber ins Abseits gestellt und sich selber knocked out. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Zentis.